Hallo Guys, herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein von Mission Millionär und hier ganz kurz ein Video zum Thema Brokerwahl, weil ich da einige, man sieht es hier, Fragen dazu hatte. Wo kann ich zum Beispiel in meiner Community, wo kann ich zum Beispiel die Gazprom-Aktien, andere russische Aktien zum Beispiel direkt kaufen und so weiter und so weiter. Ohne jetzt ADR zu machen, also gleich vorweg. Hier habe ich den Link. Wenn du unten den Link betätigst, dann kommst du auf meine Aktien-Depot-Vergleichsseite. Da kannst du hier dir ein paar raussuchen. Aber ich würde auf jeden Fall wenn du kompliziertere Sachen machen möchtest oder die möglichst größte Auswahl an Börsenplätzen haben möchtest, dann ist es letztendlich der Cap Trader. Dahinter steckt ja Broker Interactive und ich meine, das ist sozusagen eine absolut professionelle Plattform, die auch die Profis benutzen und von daher, da kannst du so ziemlich alles finden, was du brauchst. Und hier nochmal ein ganz kurzes Beispiel, was jetzt letztendlich auch eher ein Nachteil ist. Also es gibt ja viele Vorteile bei DEGIRO, den ich ja auch ja, häufiger verwende. Ich habe auch ein Konto beim Cap Trader. Ich habe auch ein Konto bei noch ein paar anderen. Aber hier ist halt so, dass du zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel jetzt die Nachricht bekommen, dass ich meinen Jahresbericht für 2019 irgendwann im Februar bekomme. Na, das ist natürlich, der Giro ist super günstig. Also du zahlst für einen Round-Trade, also für einen Kauf 50 Cent oder 60 Cent oder sowas. Ja, zum Beispiel Nasdaq. Bei Aktien, was unschlagbar ist, also quasi gratis. Der einzigste, der jetzt noch auf dem Level ist momentan, das ist der Trade Republic. Hier, der hier. Also klick da am besten mal drauf. Geh einfach mal bei mir auf die Seite. Unten ist der Link, Aktiendepot-Vergleich, mischmillionär.de, Schrägstrich Aktiendepot-Vergleich. Aber was natürlich immer dann, weil ja, jede Münze hat zwei Seiten. Ja? Also die günstigen, die wo du quasi für Trades und Orders und so weiter, wo es hier halt auch steht, nichts bezahlst, beziehungsweise bei DEGIRO halt 50 Cent, was ja quasi nichts ist, ist halt einfach der Nachteil ganz deutlich. Meistens dann in so anderen Services. Ja? Also hier zum Beispiel, obwohl sich DEGIRO schon sehr, sehr verbessert hat. Also DEGIRO heute ist nicht mehr das gleiche DEGIRO wie vor 2 Jahren, ja, oder 3 Jahren. Aber hier sieht man, ich muss jetzt einfach um meine Übersicht für 2019 hier sozusagen detailliert professionell auskalkuliert zu bekommen. Ich kann mir das natürlich selber ausrechnen, aber muss ich jetzt noch bis Februar warten, also das ist über einen Monat, nachdem das Jahr bereits beendet worden war. Ja. Und das ist natürlich schon ein bisschen, ja, natürlich nicht das gleiche, wie wenn du jetzt bei Cap Trader. Ja, einfach mal hier ein paar Klicks machst und dann hast du zu jedem Zeitpunkt des Tages, kannst du dir egal welchen Bericht rausziehen und musst nicht auf irgendwas warten. Also das ist jetzt mal so ein ganz kurzes Beispiel nur bezüglich Berichte und auch Börsenplätze. Du kannst jetzt hier zum Beispiel nicht direkt in Russland irgendwelche Aktien kaufen beim DEGIRO, soweit ich weiß zumindest. Und da musst du halt einfach über ADR gehen und das kannst du halt einfach beim Cap Trader hier, kannst du das schon machen. Also hier oben ist der Link oder auch hier unter dem Video. Okay, das war so ganz kurz zu dem Thema. Dafür musst du beim Cap Trader halt zum Beispiel halt dann einen Dollar mehr zahlen für einen Trade oder so. Ja, aber die sind auch super günstig. Okay, bis zum nächsten Mal zum Thema Brokerwahl war das. Daumen hoch, bye bye.